Mein Name ist Bree. Es passierte im Jahr 2016. Okay, damals Bree. War ich 19 Jahre alt. In dieser Nacht war ich lange wach geblieben, da ich dringend lernen musste. Um ein wenig Schlaf nachzuholen, hatte ich ein Nickerchen gemacht, von dem ich gerade aufgewacht war. Okay. Ich beschloss, in die Dusche zu springen, um endlich richtig wach zu werden. Wichtig. Plötzlich hörte ich von draußen dieses merkwürdige Kratzen. Oh, oh. Ich schaltete die Dusche ab und schaute durch den Vorhang. Dann ging ich vorsichtig zum Fenster. Obwohl ich nichts sah, hörte ich das Geräusch weiterhin. Ich dachte, es könnte vielleicht mein Nachbar sein, Bro. Der in seiner Hütte arbeitete. Digga, jeder von euch hatte das schon mal, ne? Du bist alleine zu Hause, du läufst rum und du hörst Geräusche und du hörst so ein Knacksen, so ein Krallen, so irgendwas. Wisst ihr, wie ich meine? Es ist dunkel im Haus. Da packe ich mich noch mehr ein. Schutz, die magische Decke hilft uns. Ganz einpacken, dann kann uns nichts passieren. Somit ignorierte ich die Unterbrechung und ging weiter in die Dusche. Okay. Bevor ich mit der Geschichte fortfahre, sollte ich erwähnen, dass ihr jetzt, falls ihr neu seid, diesen Kanal kostenlos abonnieren solltet, denn sonst passiert euch auch solche gruseligen Dinge. Aber das ist eine gute Überleitung, oder? Ey, lasst mal Like da, wenn das gute Überleitung mag. Naja, auf jeden Fall ging ich dann zurück in mein Zimmer. Dann schickte ich meinem damaligen Freund eine Nachricht. Während ich auf seine Antwort wartete, entspannte ich ein wenig und scrollte durch Facebook. Ich muss schon sagen, Digga, starker Bildschirm. Also, was sie da drauf anschaut, sieht super spannend aus. Astrein, Bruder, würde ich mir auch den ganzen Tag anschauen. Oh! Ich las einen Artikel über die aktuellen Sichtungen von Clowns, die damals viel in den Medien waren. Was? Als ich plötzlich Schritte von draußen hörte. Aha. Ich hielt inne und hörte aufmerksam hin. Dann erkannte ich weitere Schritte, gefolgt von einem Klopfen. Oh nein, das sind Ganze Geräusche, verwirrte die ich meine. Mich ein wenig. Noch hatte ich nicht realisiert, dass sich draußen ein unwillkommener Gast befand. Was? Ich fragte mich nur, warum mein Freund nicht vorher angerufen hatte, sondern das stattdessen ist der, oder? Einfach so aufgetaucht war. In diesen Dingen hatten wir eigentlich mittlerweile eine Routine entwickelt. Ja? Besonders wenn ich allein zu Hause war, schrieb er mir, bevor er mich besuchte, oder oh nein, rief kurz an, während er auf dem Weg war. In der Nachbarschaft hatte es einige wenig angenehme Vorfälle gegeben, daher erschien mir dieses Verhalten sinnvoll. Entspannt. Als ich nun seinen Namen rief, wurde es plötzlich sehr still. Bro, was für nicht angenehme Dinge, Alter. Sind da Leute abgestochen worden, oder was? Sag doch, Alter, warum macht die so spannend? Bro, ey, hier steht auch, das ist eine wahre Geschichte, ne? Digga, ich hasse es, wenn Horrorfilm kommt und dann steht nach wahrer Begebenheit. Bruder, ich hasse es. Instant Albträume. Ich schrieb ihm und fragte, ob er vor der Tür stand. Da er nicht antwortete, beschloss ich, aus dem Schlafzimmerfenster zu schauen. Oh, oh. Als ich aufstand, um durch das Zimmer zu gehen, ja, klingelte plötzlich mein Handy. Es war mein Freund, der einen Videoanruf gestartet hatte. Okay. Als ich den Anruf annahm, sagte er mir, er sei noch 15 Minuten von meinem Zuhause entfernt. Okay. Während ich mit ihm sprach, zog ich den Vorhang meines Schlafzimmerfensters zurück. In diesem Moment, oh nein, bevor mein Blut in ah! den Adern. Ich schaute direkt in das Gesicht eines verdammten Clowns. Bro, what? Ich war mir sicher, dass ich mir das alles nicht einbildete. Der Clown schaute durch das Fenster und lächelte. Was? Nachdem der erste Schock vorüber war, begann ich zu lachen. Bro, was für Lachen? Hä, Digga, geht's dir nicht gut, oder was? Ah, entspann, Alter, steht da so ein Clown mit so einem Messer und sowas. Alter, erstmal ein bisschen lachen, Mann. Weil das ist so lustig, Alter. Gleich werde ich abgestochen. Super geil, Mann. Ist bei euch irgendwann mal so ein Clown vor der Tür gestanden? Weil es gab ja sehr viele Ereignisse. Oh, hat da irgendwer mal einen persönlichen Kontakt oder so gehabt oder gesehen oder so? Wisst ihr, wie ich meine? Ich hielt das Ganze für einen bescheuerten Scherz, den sich mein Freund ausgedacht haben musste. Nein, oder? Mit verstellter Stimme flüsterte ich verängstigt. Die telefoniert doch mit dem. Sehr lustig, Blödmann. Die Nummer mit dem Clown ist kreativ. Hä? Ich lachte und rollte mit den Augen. Mein Freund war verwirrt. Ich wollte auch gerade sagen. Ich erklärte ihm, dass ein Clown vor dem Fenster stand und dass sein Kumpel einen guten Job darin geleistet hatte, mich zu Tode zu erschrecken. Nein. Irritiert erklärte er mir, dass all seine Freunde im Pub waren und dass es keinen Plan geben würde, mir einen Streich zu spielen. Bro. Während ich ihm zuhörte, fühlte es sich an, als würde sich mein Magen umdrehen. Ich schaute zum Fenster. Alter, ist das krank. Der Clown stand noch immer dort. Er griff in die Jacke seines Kostüms und zog ein sehr realistisch aussehendes Schlachtermesser hervor. Okay, entspannt, Digga. Gut, dass du gerade gelacht hast. Der ist ja so eine lustige Situation. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich überhaupt nicht mehr, was los war. Okay. Ich griff nach meinem Baseballschläger. Mein Freund sagte mir, dass er nur noch wenige Minuten brauchen würde. Er schrie mich an, ich solle drinnen bleiben und alle Fenster und Türen schließen. Ja? Ich zog die Vorhänge zu und ging ins Wohnzimmer. Es dauerte nicht lange, bis ich lautes Klopfen an der Vordertür hören konnte. Bro, wieso sehe ich gerade nur Monte, Alter? Er auf einmal den Basie holt, Alter, und jetzt Dinge erledigen muss.
Von der anderen Seite der Tür erklang eine gruselige Stimme. Ah, no! Liebes Kind. Ich antwortete nicht. Stattdessen versuchte ich, mich so wenig wie möglich zu bewegen. Bruder, die hat Eier aus Stahl. Guck mal. Ach du Kacke. Er schlug mit aller Kraft gegen die Tür, die daraufhin bedrohlich klapperte. Digga, ist das gruselig. Ich blieb ruhig, auch während ich sah, dass er am Türknauf rüttelte. Nein. Obwohl ich wirklich große Angst hatte, war ich gleichermaßen irritiert und schrie den Clown an. Ja, schrei doch. Verschwinde! Geh jemand anderes nerven. Ja, Mann. Geh jemand anders nerven. Wenn ihr mal irgendwie einen Clown oder einen irgendeinen bösen Mann vor eurem Haus seht, einfach sagen, geh jemand anderes nerven. Und der geht. Der geht und es ist vorbei. Ich hörte gedämpftes Lachen, gefolgt von der gruseligen Stimme. Lass mich bitte rein, Püppchen. Ich will doch nur spielen. Boah. Ich will doch nur mit deinem Körper spielen. Oh, Bro, ist das creepy. Ich hatte genug. Gerade als ich beschlossen hatte, nach draußen zu gehen und dieses gruselige Arschloch zu konfrontieren, hörte ich die Stimme meines Freundes aus dem Handy. Ist die blöd? Leg auf und ruf die Polizei. Ich dachte kurz darüber nach und kam zu dem Schluss, dass eine Konfrontation mit einem gruseligen Clown mit Schlachtermesser vielleicht nicht die beste Idee war. Hä? Ist die lost oder was? Bro, Maximum verloren, Alter. Das ist die in den Horrorfilmen als erstes stirbt. Das ist genau die. Genau die. Ich tat das, was mein Freund vorgeschlagen hatte. Während ich das Wohnzimmer verließ, erklärte ich dem Polizisten am Telefon die Situation. Ja? Gerade als ich auf dem Weg zurück in mein Zimmer war, hörte ich das Geräusch von zerbrechendem Glas. No! Ich blieb stehen. Nein. Und berichtete, dass der Clown gerade in mein Haus eingebrochen war. Mir wurde gesagt, ich soll mich sofort an einen sicheren Ort verstecken, als ich meinen Ex-Freund schreien hörte. Hey, was soll das? Verschwinde von hier! Die Polizei ist auf dem Weg! Ach du Kacke. Der Clown verfiel in ein psychopathisches Lachen und lief davon. Was? Als ich wieder im Schlafzimmer war, fiel mir etwas ins Auge. Ich schaute aus dem Fenster. Durch eine Lücke zwischen den Vorhängen sah ich einen weiteren Clown. Bro, ist das Ihr Freund jetzt? Als würde er eine Art Säge in der Hand halten. Oh mein. Ich wollte mich bewegen, doch ich fühlte mich wie ein Reh, gefangen in den Lichtern eines herumfahrenden Autos. Bro, das ist Autos. Wie bei Purge oder so Horrorfilm. Ich konnte mich weder bewegen noch schreien. What? Dann überkam mich die Angst. Ich begriff, dass mein Freund nun allein da draußen mit mindestens zwei gruseligen Clowns war. Bro, oder Plot-Twist, ihr Freund ist einer von diesen Clowns und seine Kumpels sind die Clowns. Pass auf, Alter, jetzt auf einmal doch... Dem Polizisten in der Leitung rief ich zu. Da draußen ist noch ein Clown, bitte beeilen Sie sich! Oh, oh. Einige Augenblicke später hörte ich voller Erleichterung meinen Freund an der Hintertür. Schnell ließ ich ihn ein. Oh, lass den nicht rein! Dann hielten wir einander so lange fest umarmt, bis die Polizei eintraf. Was? Nachdem die Polizisten unsere Aussagen aufgenommen hatten, fanden sie eine rostige Säge und eine Axt draußen auf dem Boden vor meinem Schlafzimmerfenster. Natürlich waren diese gruseligen Clowns, die diese Nacht zu einer Horrorshow gemacht hatten, nicht aufzufinden. What? Nach dieser Nacht hatte ich große Probleme beim Einschlafen. Ich frage mich noch immer, was wohl passiert wäre, wenn ich die Tür geöffnet hätte. Kann dir sagen, was dann passiert wäre, Alter. Dann wärst du jetzt Metzgerfleisch. Ganz klein gehackt, Alter. Frisch und saftig. Es war Frühling 2017. Ich war unterwegs nach Chicago für ein Bewerbungsgespräch. Okay. Es war 11 Uhr vormittags und ich wartete gerade in meinem Gate am Flughafen von San Francisco. Okay. Draußen wütete ein Sturm. Der Regen floss in Strömen. Alle waren wie fest angekettet an den Sitzen und in Gedanken versunken. Ja. Ich scannte die Reihen von Menschen. Manche schliefen auf ihren Laptops oder starrten auf ihr Handy. Andere hatten Kopfhörer an. Plötzlich bemerkte ich diesen Typen. Ganz allein saß er in der entferntesten Ecke des Korridors und niemand war neben ihm. Bro, ist der Joker? Er war nicht beschäftigt mit seinem Handy oder Kopfhörern wie bei den anderen. Wieso lächelt er so? Denn er lächelte. Und zwar auf eine sehr unheimliche und verrückte Art. Er starrte mir direkt ins Gesicht. Gucken Sie mich nicht so blöd an! Seinem Aussehen nach zu beurteilen, war er ziemlich durchschnittlich. Netzgaffen! Doch sein verrücktes Lächeln machte mir wirklich Angst. Vielleicht war er schüchtern. Normalerweise würde ich wegschauen und so tun, als hätte ich nichts gesehen. Oh. Doch er machte mich wirklich nervös und ich schaute ab und zu unbewusst zu ihm rüber. Bro. Dann riefen sie uns auf und wir gingen an Bord. Okay, das wird eine Liebesgeschichte, ich sag's euch! Business Class neben dem Fenster hin und checkte Instagram und schrieb nun meinen Freunden. Ja, den gruseligen Mann habe ich nicht gesehen.
Eine Stunde später waren wir in der Luft. Gelegentlich ging ich auf die Toilette. Aber wo wird da jetzt eingebrochen? Als ich fertig war, klopfte es an der Tür. Oh oh. Ich schrie, besetzt, doch es hörte nicht auf. Die Person das ist der Mann. Klopfte sogar noch aggressiver. Also ignorierte ich es und hoffte, dass es endlich aufhören würde. Das ist der Mann. Doch ich lag falsch. Ich öffnete die Tür, um mich bemerkbar zu machen. Doch ich war wie paralysiert, als ich sah, wer vor mir war. Wer? Ah, Mann! Der gruselige Mann vom Flughafen mit seinem breiten Grinsen im Gesicht. Dicker! Schnell huschte ich an ihm vorbei und traute mich nicht zurückzuschauen. Hör auf! Den Rest des Fluges verlief ganz normal. Nur konnte ich ihn irgendwie nicht vergessen. Als wir in Chicago landeten, war ich die Erste, die ihren Koffer holte. Oh, auf Deutsch angelehnt, Allmann. Aus der Maschine verschwand. Sehr gut, Allmann. Ich rief einen Uber, während ich zum Parkplatz lief. Es war 12 Uhr in Chicago. Wo bleibt der Einbruch? Dann stieg ich ins Taxi ein und fuhr zum Hotel. Wir haben 3 Uhr nachts, merkt es euch. Realisierte ich etwas wirklich Schreckliches. Mein Portemonnaie war weg. Oh mein Gott, nein. Ich wusste nicht, wo ich es vergessen hatte. Also rief ich am Flughafen an und fragte die Mitarbeiter, ob sie im Flugzeug suchen konnten. Oh mein Gott, nein. Sie taten es und informierten mich, dass sie nichts gefunden hätten. Nein. Ich fuhr zurück zum Flughafen und suchte den Rest des Tages danach. Der Typ hat's. Ich fand jedenfalls nichts. Meine Vermutung war, dass ich es entweder in San Francisco vergessen hatte oder es nicht. Wurde gestohlen. Ich konnte mich davon erholen. Okay. Und war 3 Tage lang ohne Portemonnaie in Chicago. Ohne Portemonnaie aber erstmal Eis kaufen. Logik. Jetzt kommt erst der gruselige Teil. Als ich nach San Francisco zu mir nach Hause zurückkehrte, entdeckte ich etwas sehr Verstörendes. Okay, oh mein Gott, jetzt kommt der Einbruch. Die Tür war offen. Bro! Und das ganze Haus war verwüstet. Alles war kaputt. Oh mein Gott! Die auch nur den geringsten Wert besaßen, waren weg. Ich checkte meine Videoaufzeichnungen und konnte den Einbrecher identifizieren. Ich hab's gecallt. Ich hab's gecallt. Der gruselige Mann vom Flughafen, ich hab's gecallt. Der mein Portemonnaie sowie meine Schlüsseln hatte. Nachdem ich die Polizei rief, fanden sie seine Fingerabdrücke überall im Haus. Oh mein Gott! Das Gruselige daran, die Fingerabdrücke stimmten mit niemandem überein, der registriert war. Hör auf. Okay, yo, nein, Digga, das ist halt eine wahre Geschichte auch noch, ne? Bro, das ist halt eine wahre Geschichte, ich meine, wieso? Oh, wieso gehe ich schon wieder hier hinter? Bleiben Sie weg, ich habe eine Mentos-Packung. Ich weiß nicht, ob du es weißt, oder? Bro, stell dir vor, du verlierst deinen Gap-Beutel von so einem creepy Mann, dann bricht er bei dir ein, stiehlt alles und dann kommt raus, dass diese Person nicht existiert. Die Leute sehen die Person, aber die Person existiert nicht. Und das ist eine wahre Geschichte. Warum sind Einbrecher so? Ey, Leute, aber es gibt die neueste Technologie, soll ich es euch mal sagen? Die Maki! Überwachungsanlage. Och nee. Sind Sie auch ein neuer Zuschauer auf diesem Kanal und fragen sich, ey yo, ich hätte Bock jeden Tag auf geilen Content und möchte nicht von Verbrechern überrannt werden und überfallen werden? Oh Mann, ey. Dann sind Sie ja genau richtig, denn jeder, der diesen Kanal jetzt abonniert und jeder, der den Kanal schon längst abonniert hat, ist sicher. All das nur mit diesem Abo. Bei dir wird nicht eingebrochen und es wird nichts passieren. Deswegen, wenn du neu bist, drück abonnieren. Oder verdammt nochmal, ich werde dich finden und ich war 10, als es passierte. Es gibt noch... Es geht noch weiter? Ich liebte mein Schlafzimmer, da ich ein Fernseher, ein Bett und oh mein Gott, es geht weiter. Mein Computer es geht weiter mit stand dem Einbrecher auf dem Tisch. Eines Nachts, als ich schlief, hörte ich ein Geräusch aus meinem Schrank, das mich aufweckte. Hör auf. Es störte mich gar nicht, weil ich versuchte, wieder schnell einzuschlafen, um am nächsten Tag zur Schule zu gehen. Hör auf. 3 Uhr nachts. Später wachte ich auf und frühstückte. Ich bereitete mich vor und packte meine Tasche für die Schule, die in meinem Zimmer lag. Okay. Als ich mein Zimmer betrat und die Tasche packte, schaute ich zum Fenster und sah eine große schwarze Gestalt mit einem Hoodie vor meinem Zimmerfenster. Er ist wieder. Er ist zurück. Er ist zurück. Mein Herz blieb stehen und als ich sagte, wer zur Hölle ist das, rannte die Person weg. Er ist zurück. Bro, er ist zurück. Der lächelnde Mann, der Einbrecher. Ich konnte nicht sehen, da die Person einen schwarzen Hoodie anhatte. Wieder eine und wahre es draußen Geschichte. Dunkel war, da es 5 Uhr morgens war. Als ich von der Schule kam, recherchierte ich etwas auf meinem Handy für ein Schulprojekt. Okay. Plötzlich hörte ich ein lautes Klopfen am Fenster. Nein, Bro. Renn weg! Es war wieder diese Gestalt. Bro, es ist der lächelnde Mann! Gesicht. Renn er weg! Er war ein Mann in seinen späten 40ern. Er hatte faltige Haut und schwarzes Haar. Er lächelte mich an. Digga, und es sagte, ist... Hey,
Wenn du Süßigkeiten willst, komm aus deinem Haus und ich geb dir welche. Oh mein Gott. Er lachte und wartete darauf, dass ich rauskam. Er rannte zur Eingangstür und machte einen Fehler, indem er dort stehen blieb. Denn mein Vater war gerade dabei, zur Arbeit zu gehen und besser ist es. Er solle gefälligst von seinem Grundstück verschwinden, sonst rufe er die Polizei. Bruder, besser ist es. Ich eilte zu meinem Vater und sagte ihm, dass er mich bereits vor meinem Zimmerfenster gestalkt hat. Oh mein Gott. Er war dabei, die Polizei zu rufen, wollte mir aber keine Angst einjagen, dass ich entführt werden könnte. Oh nein. Also sagte er, dass er Sicherheitskameras installieren werde. Gut, wir sind sicher. Der einzige Grund, weshalb ich nicht geschrien habe, als er die Marki-Überwachungsanlage ist das. War, weil ich dachte, einer meiner Freunde wollte mit mir lernen. Ich fragte mich dann, wieso zur Hölle würde irgendeiner meiner Freunde mit mir um 5 Uhr morgens lernen wollen? Und keiner meiner Freunde war so groß wie dieser Typ. Okay. In dieser Nacht hörte ich jemanden in meinem Schrank lachen. Hör auf. Ich öffnete meine Augen nicht, aber ich hatte Todesangst, da ich etwas im Kleiderschrank kratzen hörte, das wie ein Messer klang. Hör auf. Hör auf. Ich wartete 1 oder 2 Minuten, bis ich den Mut zusammenbekam, zu rennen und um mein Leben zu schreien, während ich in das Zimmer meiner Eltern lief und die Tür abschloss. Ich erklärte ihnen, was passierte und dass jemand in meinem Kleiderschrank war. Meine Mutter wählte die 110. Wieso hat die 911 dann angerufen? Sachen wie, komm raus und deine Eltern werden nicht dabei zusehen, wie ich dich ersteche. Okay, Bro, es war's komplett. Das jagte mir unglaublich viel Angst ein. Ich war beunruhigt, da er tatsächlich ein Messer hatte. Bruder, er war im Schrank von dem... Sekunden später hörten wir Sirenen. Meine Eltern und ich hörten die Polizei die Tür einschlagen und wie sie schrien, Polizei, Waffe fallen lassen und Hände hoch. Meine Eltern und ich waren erleichtert, dass er weg war. Wie? Ich konnte mich wirklich glücklich schätzen, dass mein Schrank so weit von meinem Bett weg war. Bro, der war in einem Schrank! Es stellte sich heraus, dass der Typ ein verrückter Geisteskranker war, der aus der psychiatrischen Klinik geflohen ist, das indem er die Sicherheitskräfte erstochen hat und ausgebrochen ist. Das ist der lächelnde Mann. Von dem Tag an installierten meine Eltern Sicherheitskameras in jedem einzelnen Raum und auch draußen. Ladies and Gentlemen, der lächelnde Mann, das sind wahre Begebenheiten, wahre Geschichten. Das ist so passiert, Mann. War seit meiner Kindheit meine Lieblingsbeschäftigung, mein Lieblingssport und mein liebstes Hobby. Es war auch der einzige Sport, in dem ich gut war. Weil ich so leidenschaftlich gerne schwamm, hatten meine Eltern den Unterricht bezahlt, seit ich ein Kind war. Aber später in der Highschool trat ich dem Schwimmteam bei, sodass es nicht nötig war, außerhalb der Schule zusätzliches Geld in die Ausbildung zu stecken. Ey, no joke, bei mir war das früher immer so Schwimmen Katastrophe. Digga, ich war Kartoffelsack, ich bin einfach runtergegangen. Ich bin einfach so... Und weg war ich. Immer wenn wir Schwimmunterricht hatten in Schule, immer genau an dem Tag, aus Versehen habe ich Sportsachen vergessen, aus Versehen war ich krank, irgendwas hatte ich immer parat, Alter, immer Ausrede, ich schwöre, ich war nie dabei beim Schwimmen. Zweifellos der beste Schwimmer in der Schule und all meine Freunde wussten das. Mein Schultrainer war jedoch nicht der Beste oder gar gut. Das lag vor allem daran, dass er so voreingenommen war. Er würde mir nie eine Chance geben, an einem der Wettkämpfe oder Meisterschaften teilzunehmen, selbst wenn ich der Beste von allen war, weil er seinen eigenen Sohn in dieser Position haben wollte. Boah! Digga, immer die Trainersöhne. Immer, Alter. Ich kenn's nur vom Fußball. Alle, die Fußball gespielt haben, ihr alle kennt ihn, Alter. Tobias ist der Sohn vom Trainer. Tobias trifft den Ball nicht. Tobias spielt jedes Spiel. Einfach sad, Digga. Und dann verlierst du wegen Tobias, Mann. Kein Front an irgendwen, der jetzt Tobias heißt und der Spielersohn ist vom Trainer. Aber würdest du nicht spielen, dann hätten wir gewonnen. Er würde bei keinem davon gewinnen, weil er nicht annähernd so gut wie ich war. Aber der Trainer schickte seinen Sohn zu jedem zweiten Wettbewerb. Ich konnte mich nicht beim Schulleiter beschweren, da er jedes Mal ein Auge zudrückte, wenn ich es tat, weil der Trainer und er verwandt waren. Bah! Aber ich habe die Hoffnung nie aufgegeben und bin trotzdem nach der Schule noch lange geblieben und habe hart trainiert. Trotzdem ist nichts Gutes dabei herausgekommen. Imagine, jetzt sagt er so, denn ich bin danach ertrunken und dann ist das Video vorbei. Einfach so die Story. Das war's, Digga. Einfach so vorbei, Ende im Gelände. Okay, irgendwie war das ein bisschen zu heftig, oder? Warte, sagen wir lieber, denn ich habe ins Wasser gepinkelt und seitdem kann niemand mehr in dem Pool schwimmen, weil er geschlossen hat. Und obwohl meine Eltern meine Träume unterstützten und das Training bezahlten, konnten sie es sich nicht leisten, mich zu Meisterschaften zu sponsern. Es kostete viel Geld. Mein Vater hatte keinen Job, der viel Geld einbrachte. Oh. Aber eines Tages kam er mit einer guten Nachricht nach Hause. Ich werde befördert, sagte er. Oh, mashallah. Aber das Haus betrat. Mama und ich waren so glücklich, denn es waren so wunderbare Neuigkeiten.
Es war jedoch nicht nur eine gute Nachricht, wie wir gedacht hatten, denn das Beförderungsangebot hatte einen Haken. Oh. Er sagte uns, dass er eine Gehaltserhöhung bekäme und auf eine höhere Ebene befördert würde, aber wir müssen dafür ab jetzt heute, jeden Tag Schwimmflügel tragen. Bitte was? Kann es sein, dass du dumm bist oder so? Immer, wenn die jetzt draußen unterwegs sind, müssen sie Schwimmflügel anziehen. Ja, ich habe auch schon mal Sachen gesagt, die mehr Sinn machen, ne? Es war das erste Mal, dass wir das Haus richtig zu Gesicht bekamen, da wir vorher nur Bilder davon gesehen hatten. Es war ein altes, aber anständiges Haus, an dem nichts Besonderes war. Aber es war unser eigenes, also waren wir damit einverstanden. Aha. Wir waren an diesem Tag sehr müde, also legten wir den Gedanken, das Haus zu erkunden, beiseite und gingen direkt auf unsere Zimmer, um uns etwas auszuruhen. Also dachte ich mir einen tollen Plan aus, das ganze Wochenende zu Hause zu verbringen. So schlimm es sich auch anhört, ich hatte nach dem Einzug noch keine Gelegenheit gehabt, mein Haus richtig zu erkunden und endlich gab es eine Chance dazu. Sehr schön. Jetzt ging ich auf den Dachboden und ich wette $20, dass es dort nichts anderes als nur Staub gab. Bro, wer geht als allererstes auf den Dachboden? Digga, das ist eine der gruseligsten Sachen. Bro, what the heck, Digga? Geh doch erstmal in dein Zimmer und guck dein Zimmer an und schau die Küche an, was weiß ich. Er geht erstmal Dachboden. Wahrscheinlich 3 Uhr nachts mit Ouija-Board, Alter, und macht da irgendein Ritual, Alter. Wahrscheinlich, Digga, oder? Ich bereute es sofort, dort hinaufgegangen zu sein und kam direkt wieder herunter. Danach ging ich nacheinander in jedes einzelne Zimmer des Erdgeschosses und auch dort gab es nichts Interessantes zu sehen. Dann ging ich in den Keller und dachte, dass ich dort sicherlich etwas Interessantes finden würde. Aber als ich dort ankam, wurde mir klar, dass ich nicht so viel davon hätte erwarten sollen. Es gab dort einige alte Möbel und ein altes Bücherregal, das völlig verstaubt war. Ich schaute mich noch ein wenig um und überprüfte die Möbel, aber sonst war da nichts. Aha. Zu diesem Zeitpunkt war ich ein wenig frustriert, da ich gedacht hatte, mein Wochenende würde besser werden. Aus Frustration trat ich gegen die Wand des Kellers in der Nähe des Bücherregals, aber in diesem Moment wurde mir etwas klar. Der Teil der Wand, an den ich getreten hatte, machte ein Geräusch, als wäre sie auf der anderen Seite hohl. Oh oh. Aber ich musste mir sicher sein, also klopfte ich noch einmal darauf und auf eine andere, gegenüberliegende Wand, um zu vergleichen. Da ist etwas, was? Sagte ich zu mir selbst und war etwas aufgeregt, als ich erkannte, was tatsächlich da war. Dafür schob ich mit aller Kraft das schwere Bücherregal zur Seite. Es war super schwer. Schaffte ich es aus dem Weg zu Mach spielen, das doch nicht. Da war ich schon ganz außer Atem. Dicker! Danach riss ich die Tapete, die die Wand bedeckte, auf, sodass etwas wie eine Tür zum Vorschein Dicker! Eine Geheimtür, was? Sagte ich zu mir selbst. Ich versuchte sie zu öffnen, fand aber heraus, dass sie zugeschraubt war. Es gab für mich keine Möglichkeit, oh nein. Zu öffnen, da ich mit der Maschinerie nicht sehr vertraut war und nur mein Vater mir dabei helfen konnte. Okay, pass auf, ich sag euch jetzt schon, was passiert. Ich sag euch jetzt genau, was da passiert ist. Der Vater hat irgendwie da unten, der hat da Menschen und fesselt die und quält die und sowas und tut die irgendwie abstechen und so. Und hat da seine geheime Folterkammer und die ziehen jetzt in das neue Haus, damit die Polizei keine Spur davon finden kann. Und jetzt ist der da so und hat Alibi und Dings und sowas. Wisst ihr, Alter, safe, safe, Dicker, safe. Aber plötzlich bekam ich den starken Drang, nochmal dorthin zu gehen und zu prüfen, ob ich die Tür vielleicht doch öffnen könnte. Okay. Also ging ich nach unten und dann in den Keller. Als ich dort ankam, stand zu meiner Überraschung die Tür, die kurz zuvor zu Was? Gewesen war, weit offen. Bro, der Dad wird drin sein. Ohne darüber der killt gerade Leute. Wie das geschehen sein konnte, betrat ich einfach den Geheimraum. Da war ein Schalter, der, als ich ihn einschaltete, eine kleine alte Glühbirne zum Leuchten brachte, die überraschenderweise funktionierte, wenn auch etwas schwach. Das Licht offenbarte den Raum Der Hammer, ich sag's euch. Kleiner, als ich erwartet hatte. Es gab dort Werkzeuge, ja, die Werkzeuge. Lampen und einen Hammer in kleinen Regalen. Ich sag's euch. Aber das war noch nicht alles. Es gab eine kleine Öffnung auf der anderen Seite des Raums, oh nein. Die einen Tunnel hielt. Oh nein. Nachdem ich das alles gesehen hatte, konnte ich meine Neugierde nicht zügeln. Also schnappte ich mir die Taschenlampe, setzte einen Helm auf und begann den Tunnel zu gehen. Ich lief 5 Minuten lang, bevor ich schließlich zu dem Punkt kam, von dem aus ich das Ende sehen konnte, denn von dort kam etwas Licht. Also begann ich einfach auf das Licht zuzulaufen. Digga, ganz großer Fehler. Als ich das erreichte, konnte ich nicht glauben, was ich sah. Oh Gott, was denn? Da war eine wunderschöne, blaue, von Bäumen umgebene Lagune in einem Wald. Und es war vom Vollmond dieser Nacht perfekt beleuchtet. Warte mal, was? Warte mal. Hä? Nein, nein, warte mal. Nein, da kann was nicht stimmen. Ich schwör auf alles, da kann was nicht stimmen. Da wird gleich noch ein Plotwurst. Es kann nicht stimmen, dass da eine Lagune ist. Bro, es kann nicht. Es ist zu 100% der Vater da drinnen, der Leute abstieg. Safe, vertraut mir. Zuerst war ich überwältigt von diesem Anblick. Dann fühlte ich mich überglücklich und aufgeregt. Hä? Ich habe meine eigene private Lagune. Da Nein, ich, während ich weiter darüber nachdachte, wie ich meine Schwimmtechniken trainieren und alle bei den Meisterschaften schlagen könnte. Ich stellte mir vor, wie ich super cool wirken würde, wenn ich meine Freunde aus meiner vorherigen Schule zum Abhängen und Nein! einladen würde. Auf diese Weise verlor ich mich so in meinen Gedanken, dass ich kein Gefühl dafür bekam, dass ich mich der Lagune immer weiter näherte. Okay. Und es war zu spät, als ich es merkte, denn ich rutschte aus, verlor die Kontrolle und fiel in die Lagune.
Ich tauchte sofort auf und schnappte nach Luft, aber dann wurde mir etwas klar, denn mir war weder kalt wegen des Wassers, noch war ich nass. Ich schaute mich um und sah, dass ich mich nicht in einer Lagune oder so befand, sondern in einem Zimmer und ich war vom Bett gefallen. Das bedeutete, dass alles, was ich gerade erlebt hatte, nichts als ein Traum war und die Tür zum Geheimzimmer immer noch verschlossen war. Oh, Bro, ich hab's euch gesagt. Verdammt nochmal, ich hab's gesagt, Bro, die Tür existiert unten in seinem Haus. Er hat gerade geträumt, dass er reingekommen ist. Er ist gar nicht reingekommen, ja? Das war alles nur ein Traum, aber die Tür existiert. Und wenn er in die Tür reinkommt, da ist sein Dad und der foltert da Leute. Vertraut mir, 100%. Es gibt zwei verschiedene Typen von Mitarbeitern bei McDonald's oder anderen Fastfood-Restaurants. Hä? Da wäre zunächst der ambitionierte, intelligente Typ, der hart arbeitet, um sein Ziel zu erreichen. Den Job eines Tages für etwas Besseres aufgeben zu können. Und dann wären da noch die Verlierertypen ohne jegliche Ambition, die bereits aufgegeben haben und kein Bedürfnis haben, irgendetwas anderes als die nächste Gehaltszahlung zu erreichen. Bro, und genau das sind die Leute, die mir diese gammeligen Pommes geben. Bro, ich könnte ausrasten. Nein, ich muss irgendwas... Ich habe ihn nicht mal getroffen. Perfekt, Alter. Straßenkämpfer Maki ist aktiviert. Genau der war's. Habt ihr den gerade vorhin gesehen? Der gibt euch die Pommes, Mann. Das ist der böse Pommes, Mann. Walla, ich hab riskiert. Ich blätterte durch meine Notizen für meine Kurse und versuchte, mich eine Friteuse aufzuwärmen. Conny wischte den Boden, während... Bro, dann riechst du doch voll nach Friteusenfetze, oder? Da drin ist doch immer übel warm. Also, okay, warte, ich bin gerade ein bisschen... Conny wischte den Boden, während sie auf ihr Handy schaute und Harold war hinten. Vermutlich kiffte er. Harold! Harold ist so einer, der bohrt in der Nase und danach macht ihn in einen Burger, Alter. Genau so einer ist es. Oh Mann, Dicker! So spät am Abend hatten wir kaum Kunden. Wenn doch, waren es meist besoffene College-Studenten, die lieber den Drive-In nutzten, als okay. in den Laden zu kommen. Jetzt haben wir gleich 3 Uhr nachts, was passiert dann? Ich stand auf, dehnte meine Beine und erklärte Conny, dass ich mal kurz ins Bad gehen würde. Ich kam weniger als 5 Minuten später zurück und fand Conny an derselben Stelle, an der ich sie vorher zurückgelassen hatte. Ich ging an ihr vorbei und um die Ecke, um zum Fenster zurückzukehren. Mitten in der Bewegung fuhr ich ein. Oh, oh. Ein glatzköpfiger, weißgeschminkter Mann in einem schwarzen Hoodie stand direkt Meister vor dem Fenster und starrte hinein. Digga, Meister Bro, 24 Tim! Digga, ich schwöre, das ist 24 Tim. Bruder, Maschallah, geh niemals um 3 Uhr nachts zu McDonald's, ansonsten steht 24 Tim an deinem Fenster, Digga. Und er ist ready, verdammt nochmal, seinen neuen Song dir vorzuspielen auf voller Lautstärke. Seine Augen waren weit aufgerissen und er sah aus, als würde er sich überlegen, wie er uns Ärger bereiten könnte. Oh, oh. Er nahm Blickkontakt mit mir auf und lächelte. Oh nein, bevor Bro. Er seine Handfläche gegen die Scheibe schlug. Ich hatte keine Ahnung, was ich tun sollte. ETF! In meinem Kopf explodierten die Worte Clown, Mime, Psychopath, Gefahr und Tod durcheinander wie ein Feuerwerk. Okay. Das Fenster war bereits verschlossen, um mich vor der Kälte zu schützen. Oh. Doch alle Türen waren offen und die Person würde ohne Probleme hineinkommen können, um sich einen von uns zu schnappen, wenn sie wollte. Hä, wieso geht er aber nicht rein? In meinem Kopf nannte ich das Ding immer er. Doch ich hatte keine Ahnung, welches Geschlecht es wirklich hatte. Das weiße Make-up ließ den unbekannten Androgyn wirken. Mach auf! Boah! Die Worte klangen schlangenartig. Auch wenn die Gestalt normal angezogen gewesen wäre, wäre ich nicht verpflichtet, ihm das Fenster zu öffnen. Aus Sicherheitsgründen ist es gesetzlich verboten, Fußgänger im Drive-In zu bedienen. Ach krass, ja! Ich schüttelte den Kopf und ging rückwärts. Über die Schulter rief ich, verschließ die Türen! Während der ganzen Zeit hielt die Gestalt ununterbrochen Augenkontakt mit mir. Oh mein Soweit ich mich erinnern Gott. Kann, hat sie nicht einmal geblinzelt. Bro, wisst ihr, an was mich das erinnert? An die Killer-Clown-Zeit. An diese Killer-Clown-Zeit, wo die Killer-Clowns einfach dran gestanden sind und euch die ganze Zeit angeguckt haben. Aber solange ist nicht am Ende. 24 Tim ist der jetzt seinen neuen Song. Oh Mann! Sie zog die Lippen zurück und entblößte ein bösartiges Grinsen. Das Zahnfleisch schien Gott. Schwarz zu sein. Die Person war nah genug, dass ich alles genau erkennen konnte. Das Zahnfleisch war so schwarz wie Lakritze. Wow! Zischte die Gestalt diesmal lauter. Hey, hör auf! Sie schlug mit beiden Händen gegen das Fenster und leckte mit der Zunge die eigenen Lippen ab. Erotisch! Bro, hör auf mit dieser Stimme! In diesem Moment schlug eine dritte Hand gegen das Fenster. Was? Die linke dritte Hand war genauso blass und skelettartig wie die beiden übrigen. Ah, ah. Es fiel mir schwer, mich zusammenzureißen. Hä? Scheiße, ruf die Polizei! Schrie ich und rannte ins Büro, welches der einzige fensterlose Raum war, der sich abschließen ließ. Oh mein Gott! Ich hörte Conny schreien. Was zur Hölle? Sie ließ den Mob fallen und rannte durch den Raum, um sich mit mir im Büro zu verstecken. Harold hatte das Geschrei gehört. Ich schob ihn an uns vorbei in das Büro und sagte ihm, er solle sich die Aufnahmen der Kameras anschauen. Was? Noch immer war das gruselige weiße Gesicht zu sehen. Bro, was ist das? Es bewegte den Kopf vor und zurück. Vielleicht, um herauszufinden, wohin ich gerannt war.
Wir schlossen die Bürotür ab und riefen die Polizei. Alter. Dann erklärten wir am Telefon, dass sich draußen mindestens zwei Personen befanden, die sich bedrohlich verhielten. Digga, was erzählst du da aber der Polizei, Alter? Du kannst doch nicht sagen, yo, ey, Mann, da ist so ein komischer, eine Gestalt, die auf einmal eine dritte Hand rausgeholt hat und die spielt immer ihren Song ab, irgendwas mit Gönn dir mein A-A-A. Geh einfach raus und lass dich von ihm aufessen. Ja, Los, geh jetzt. Geh, Mann. Geh raus, lass dich aufessen. Los, geh raus, das ist ein Befehl von der Polizei. Mann. Ich hatte irgendwie erwartet, dass es vorbei sein würde, sobald die Polizei alarmiert war. Mhm. Sollte es ein Streich sein, würden sie sicher sofort rennen, wenn sie merken, dass die Polizei verständigt wurde. Ja. Von innen beobachteten wir, wie die Figur aus dem Drive-In-Fenster verschwand, das Gebäude umrundete und zur Haupttür ging. Oh mein Gott, die kommt rein. Jemand achtet auf die zweite Person. Während ich weiter mit der Polizei telefonierte, geriet ich in Panik. Nein! Conny rastete aus und Harold murmelte, dass wir die Polizei eigentlich gar nicht brauchen würden. Wahrscheinlich deshalb, weil er noch Gras bei sich hatte. Oh oh. Ja, selber in diesem schuld, Moment Bro. Ging der Strom aus. Oh mein Licht, Gott. Kameras, Telefon. Das gesamte Gebäude war aus. Oh mein Gott! Nach etwa 10 Sekunden wurde es etwas ruhiger, nachdem wir uns kurz in der Dunkelheit angeschrien hatten. Nein! Wir hörten Schritte aus dem Nein, 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 nein! Conny. Hast du die Türen verschlossen? Hör auf, flüsterte ich. Hör auf. Sie antwortete nicht. Ich glaube, sie drückte ihre Hand vor den Mund. Bro, ich schwöre, ich hab Angst, hör auf. Im Dunkeln hörten wir eine Stimme aus dem Inneren des Restaurants. Nein! Noch mindestens 3 weitere Male ertönten Schreie. Sie bewegten sich von der Küche zum Flur in Richtung unseres Verstecks. Ich war überzeugt, dass ich sterben würde. Vor meinen Augen zogen all die Entscheidungen in meinem Leben vorbei, die mich zu diesem Zeitpunkt geführt haben. Und er denkt sich nur so, Bro, wieso habe ich bei Burger King nicht das Jobangebot angenommen? Digga, bei Burger King, walla, Digga, walla, billa, es gibt nicht solche Monster. Nur bei McDonald's, Alter. Wieso habe ich nicht gemacht? Die Schritte gingen am Büro vorbei. Nach einigen weiteren Minuten hörten wir das Heulen der Polizeisirenen von draußen. Okay. Wir erwarteten Schüsse zu hören. Oder Polizei, wie sie jemanden befahl, sich auf den Boden zu legen. Ja. Doch nichts dergleichen passierte. Die Polizei identifizierte sich. Wir öffneten die Tür und taumelten nach draußen auf den Parkplatz. Da der Strom abgeschaltet war, konnten wir der Polizei die Aufnahmen der Sicherheitskamera zeigen. Wir erklärten ihnen, was wir gesehen hatten. Sie durchsuchten das gesamte Gebäude, fanden jedoch nichts. Bro. Der Besitzer der Filiale tauchte etwa eine halbe Stunde, nachdem Harold und Conny gegangen waren, auf. Ich wartete darauf, dass der Strom wieder anging, sodass ich mit einem Polizisten zusammen meine Habseligkeiten holen konnte. Am nächsten Tag rief mein Manager an und fragte, ob ich die Nachtschicht übernehmen könnte. Oh nein. Ich fragte ihn, ob die gruselige Person von letzter Nacht gefasst wurde. Als er sagte, dort war niemand, erklärte ich ihm, dass ich kündigen würde und legte auf. Oh mein Gott, diese Geschichte ist gänzlich wahr. Ich habe keine Ahnung, was der Grund für den Stromausfall war, der scheinbar alle Kameraaufnahmen von diesem Tag gelöscht hat. WTF! Ohne den Videobeweis beschlossen die Polizei, sowie mein Chef, das Ganze als Streich abzutun. Doch die dritte Hand beunruhigt mich bis heute. Bro! Sogar noch mehr als die hungrigen, unmenschlichen Augen. Natürlich kann es sein, dass es ein Streich war. Doch ich wünschte, jemand könnte mir das bestätigen, sodass ich wieder ruhig schlafen könnte. Fam, das war haltet kein Streich. Haltet eure Fenster in der Nacht geschlossen. Und wenn ihr von draußen ein Klopfen hört, öffnet bloß nicht die Vorhänge. Okay, Bro, warum machst du jetzt diesen? Digga, warum ziehst du uns? Warum zieht der jetzt uns alle mit rein? Warum sagt der jetzt zu uns, wenn Klopfen kommt, dann öffne ich? Wieso hat der... Der hat jetzt uns alle mit reingezogen. Bro, ich schwör auf alles. Digga, wieso bist du so... Okay, Ruhe jetzt alle. Ruhe bewahren. Ladies and Gentlemen, das Ganze... Okay. Alright, Agent Sophia. This is as good of a place as any to start our search. I still have no idea what we're looking for. Okay. You and me both. Apparently there's been an irregular surge of missing persons around here. Uh-huh. We have a couple eyewitnesses. Nothing really concrete. Is there anything we can go off of? Some local reported seeing a haunted ice cream truck, but when local PD followed the lead, they found nothing to corroborate her story. Ey, Bruder, ist euch auch schon mal aufgefallen, wie lost eigentlich die deutschen Untertitel sind? Bro, das sind Sätze wie Einheimischen ableiten können, die einen verwunschenen Eiswagen gesehen haben, aber als der örtliche Polizeibeamte dem Beispiel folgte. Was ist das für ein Satz, Junge? Aber es geht anscheinend um einen Eiscremewagen, der jeden betäubt und jeden entführt, sobald man die Melodie von diesem hört. Okay. Wir halten an. Wir sind am Rasthof. Better not be some gangly pale monster with a big mouth hiding here. Okay. What? You don't want a memorable first day on duty? Huh? Sorry, bad joke. Auf! Ist er? Da ist er. Oh, what do we have here? Oh. Oh, well, there's our haunted ice cream truck, I guess. Okay, der Maybe. Verfluchte Eiscremewagen. Doesn't look abnormal. Geh nicht rein! Nicht! Oh nein, die sind so tot. Still working.
I'll say. This thing is freezing. Super surprise flavor? Don't mind if I do. Was? Super geheimer Geschmack. Er ist es. Er ist es! Du darfst doch nicht in der Be- Oh, it's awful. Maybe that's the surprise. It's salty and sour. Bro. It even has a weird consistency. Wer? Sie essen nochmal was. Nein, nicht du auch noch! Die sind beide so tot. Die sind beide so tot. Die sind beide so tot. This tastes like human flesh. Es schmeckt wie menschliches Fleisch. You know what? I don't wanna know. Okay, mal ganz kurz. Ich will ja nichts sagen. Ne? Ich will ja, es gibt wirklich immer, alles kann man irgendwie erklären und sonstiges. Aber woher weiß diese Anneliese, wie menschliches Fleisch schmeckt? Verdammt nochmal! Runter! Hau ab! Was ist das? Wenn irgendwer neben euch sagt, oh ja, das schmeckt wie menschliches Fleisch, lauf weg. Lauf weg, der will euch aufessen. Lauft sofort weg und dreht euch nie wieder um. Aber wie blöd kann man sein, in einen verfluchten Eiscremewagen zu gehen, wo man weiß, Menschen werden entführt und die verschwinden, und dann einfach noch die Riegel da drin zu essen? Was? Oh Mann, ey, übrigens, Leute, wenn ihr neu seid auf diesem Kanal und nicht entführt worden werdet, lasst ein kostenloses Abo da. Ich beschütze euch. Ihr seht, ich habe eine Decke, wo ihr alle drunter könnt. Deswegen, falls du neu bist, drück unter mir auf Abonnieren und du wirst sicher sein vor dem gruseligen Eiswagen. Ansonsten wird er dich heute Nacht um 3 Uhr nachts holen. I'm guessing this haunted ice cream truck might be our culprit. Let's pay the fine and get this thing out of here and back to site 17. Roger that. Der wurde also abgeschleppt. Die haben den jetzt mitgenommen und sie fährt den Eiscremewagen. Das wird nicht gut ausgehen. Sie fahren ihn jetzt zur Polizeistation. Oh Mann, ey. Wow, this might be one of the easiest extractions I've ever done. Was? Time for some tunes. Okay, wir gucken mal. Er macht Musik an. Okay, er macht Musik im Radio an. Alles gut. Haltet euch die Ohren zu, Leute! Nicht hören! Wenn ihr es hört... Boah, der Eis... That's not the way. Hey, der Eiswagen fährt selber. I think you missed a turn. Sophia? Sophia geht nicht mehr ran. Sophia? Sophia ist... Die ist weg. Die ist entführt worden. Die ist im Eis... Oh, oh. Bro, du darfst nicht aussteigen. Sobald du die Melodie hörst, ist das Ende. Hör auf! Oh mein Gott. Wait. Why is that music playing? Command, this is Agent Lawrence. Clearance code Alpha Tau Epsilon. I'm gonna need backup. Durchsage. Protocol AIOTA must be initiated. Er sagt backup. Check my location and set up a roadblock as soon as possible. Oh, oh. Bro, du wirst... Oh, er ist weg. 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 And then what happened? Hä? I was about to enter the ice cream truck. Ich wollte gerade den Eiswagen betreten. Luckily, they were ready for anything, including ear protection. So you believe it was the music that hypnotized you? Die Musik hat ihn betäubt. Certainly. I mean, what else would it be? Bro! Do you remember what happened after they restrained you? Und wo ist Sophia? Yeah, the MTF unit was able to encircle the ice cream truck. I know it was the sound of the engine, but man, that thing sounded like it roared. Was? It smashed through the roadblock and kept going. Da we gave chase, but it kept slipping through our traps. Finally, at 5 a.m., it pulled over to the side of the road and stopped. Music, engine, everything. Er hat von selber aufgehört. That brings us to today. Genau um 3 Uhr nachts. SCP-490 is to be maintained in Storage Garage 17 Golf. Its door replaced with a soundproof door with an interior code lock. Oh my SCP-490 is to have all four wheels disabled through standard parking routes and Nein. is to be kept chained at all times to four molybdenum eye bolts. Ticket, der Eiswagen fährt von selbst und sobald die Melodie losgeht, wirst du betäubt und rennst einfach rein in den Wagen und du verschwindest. Du disappearst, du bist weg, du wirst aufgefressen von diesem Monster. Oh Bro, Alter, was um alles in der Welt passiert denn da jetzt noch? Sunk in a minimum of 3 meters into a solid concrete floor. Unfortunately, Agent Sophia lost her life due to 490's anomalous properties. Sie ist offiziell tot. Services will be held tomorrow at 900. Sophia ist tot, morgens Beerdigung. We have learned a number of anomalous properties exhibited by this SCP during its containment and preliminary testing on it. SCP-490 is an ice cream truck dating to the 1960s, constructed by Ford. Was? It seems to be mechanically standard, except for the audio system, which does not respond to operators, though it appears to be in working order. The key to the vehicle is fastened in the ignition and cannot be extracted by any means. Was? Der Schlüssel kann nie rausgezogen werden. SCP-490 can be driven and functions properly in all ways compared to other vehicles of the same model. Between 2 and 5 a.m. local time, SCP-490 will operate itself and drive at a low speed in a random circuit through local roadways. Bro. At this time, it will function as if in peak condition while playing a tune from its speakers. Oh mein Gott!
The tune has not been identified, but resembles music played on non-anomalous trucks of the same make. However, the tune never loops, and no portions can be identified as of yet. Jede Nacht zwischen 2 und 5 Uhr nachts fährt er einfach los. Und jeder, der den Sound hört, geht rein und wird entführt und aufgefressen. Jede Nacht geht niemals nachts in ein Eiscreme-Wagen. Ich hab's euch gesagt, Mann. Recorded portions do not carry the anomalous effect. Aha. Any individual who hears the music will start advancing towards the vehicle, ignoring any instructions to stop. Upon reaching the vehicle, the back doors to the truck will open and the person will step inside with the doors closing behind him or her. The doors become sealed, impossible to open by regular means, and if tampered with, it will begin to chase down the individual responsible. Ich wollte nur ein Eis essen. If there are multiple subjects affected, then each will line up and wait for the doors to open again. Was? Or until the 3-hour window has elapsed. Wenn eine Schlange steht, werden die nacheinander reingeholt. Subjects outside the vehicle, when time elapses, will wander away in apparent confusion. When interviewed, they appear to have no memory of the event. Any persons that entered into the truck during the time that the music was playing will have vanished. The freezers will have been stocked with frozen treats. Nein. Though the treats will contain traditional flavors, ich chocolate, böses. Strawberry, vanilla, the wrapper advertises a surprise flavor. The super surprise flavor Nein. stated is human flesh oh incorporated Mensch, into Fleisch. The product, die Leute, die which verschwinden, DNA werden testing zu Eis gemacht. Has proven to be that of the subjects Nein. who entered the vehicle and Nein. subsequently vanished. Das war's komplett. Any questions? Das war's komplett. Alle, die reingehen, werden zu yes, Eis Gustav. Menschlich Mais gemacht. Have you researched the VIN? That could lead us to some clues as to its origin. Yes, we've explored that avenue. The vehicle identification number has become eroded away, and attempts to reconstruct it have failed. Gibt keine Fahrzeugnummer. Oh, if that is all, then man kann I will nichts tracken. See you all bright and early tomorrow. Dismissed. Aber wenigstens ist dieser Eiscremewagen jetzt fest eingesperrt. Wir sind Sounds sicher, oder? Like that was a close call out there, Agent Lawrence. Yeah, Sophia volunteered to drive the thing. I didn't Sophia, think anything rest of it. In peace, man. Es war gut It's mit dir. It's not your fault. It could have happened to anyone. Es hätte jedem passieren können. First day. Awful way to go out. Sophia knew the risks. Everyone who signs up knows the danger. Thanks for the comforting words, Dr. Buck. You're welcome. Das gibt's nicht. Sophia, rest in peace. Es war eine schöne Zeit mit dir. If you need to talk about anything. Oh, I'm fine. I think I just need some sleep. Okay. It looks like you could use a lot Der of sleep. Der Dude ist am Leben, Sophia That's ist tot. That's for sure. Und muss schlafen. Das ist die Halle, wo der gruselige Eiswagen steht. Da dürfen wir nicht reingehen. Ansonsten wird er uns holen. Guter Mann! Okay, Leute, könnt ihr mich sehen? Ja, ich glaube, es sollte so gehen, Mann. Leute, ich frag mich nicht, wo ich bin. Ich habe keine Ahnung. Bro, es ist einfach geisteskrank creepy. Ich bin gerade so auf der Durchfahrt, so ich bin gerade unterwegs und dachte mir so, ey komm, es ist schon mitten in der Nacht und so, ne, keine Ahnung. Ich bin irgendwo so im Nirgendwo gewesen und habe einfach so kurz geguckt, so, yo, wo kann man übernachten? Zack, irgendwie so Ferienwohnung, Dings, verlassenes Gebäude mäßig, so, wisst ihr? Bro, ich gehe hier in den Keller. Guck mal, absolut das Creepyste. Sieht aus, wie wenn hier gleich ein Horrorfilm stattfindet. Guck mal, allein, Digga. Wieso? Wieso? Ihr kennt mich. Ich bin immer, ich sag so, okay, gut, wenn creepy ist, dann... Oh nein, warte mal. Digga, das habe ich noch gar nicht gesehen. Oh nein, ist da was dahinter? Okay, warte mal. Weil ich dachte mir, weil es absolut lustig ist, reagieren wir jetzt hier auf ein Horrorvideo, damit ich mich noch mehr einkacke. Deswegen, falls ihr neu seid, lasst ein kostenloses Abo da. Abonniert den Kanal kostenlos. Bei 5555 Likes gehe ich wieder an einen anderen gruseligen Ort und nehme da wieder ein Video auf. Wir gucken uns jetzt zusammen, weil ich eben auch in einem Hotel bin. Ein Hotel an, in dem es um 3 Uhr nachts spukt. Let's go, Mann. Bevor ich anfing, bei meinem jetzigen Unternehmen zu arbeiten, Was mache ich hier, Mann? Ein Jahr in einer anderen Firma. Zu dieser Zeit lebte ich mit meiner Frau zusammen. Obwohl wir beide Kinder gern hatten, waren wir selbst noch nicht bereit dafür. Ich ging durch die Vordertür des Apartmentgebäudes und drückte den Knopf für den Fahrstuhl. Der Fahrstuhl wurde im 3. unterirdischen Stockwerk angehalten und fuhr dann langsam nach oben. Okay. Endlich erreichte der Fahrstuhl den 1. Stock. Aha. Es fühlte sich kalt an, als ich einstieg. Hey, Baba. Es war fast Mitternacht und mein Körper war vom Alkohol aufgeheizt. B-
Bro, ich bilde mir schon Sachen ein. Ich schwöre, ich habe da hinten gerade irgendwas gehört. Es war fast Mitternacht und mein Körper war vom Alkohol aufgeheizt. Doch ich konnte definitiv spüren, dass es im Aufzug sehr kühl war. Danach drückte ich den Knopf für den 16. Stock, in dem ich meine Wohnung befand. Der Aufzug begann sich langsam zu bewegen, stoppte jedoch plötzlich auf Höhe des 5. Stocks. Okay. Normalerweise wurde der Aufzug in diesem Gebäude nicht so häufig genutzt. Ja. Daher stand ich in der Mitte der Kabine. Als sich die Tür öffnete, machte ich einen Schritt zur Seite. Doch, da stand niemand. Klingelstreich. Ich dachte mir, dass eine ungeduldige Person den Knopf gedrückt haben musste. Nur um sich dann doch für die Notfalltreppe zu öffnen. Ja, irgendein Kind war es. Daher drückte ich den Knopf, um die Türen zu schließen. Im 6. Stock hielt der Aufzug erneut. Und auch hier war niemand. Als der Aufzug auch im 7. Stock anhielt, wurde ich plötzlich wütend. Hey, stopp! Rief ich, während ich meinen Kopf aus der Tür streckte. Box den um den kleinen Himmel! Es fühlte sich so an, als sei eine Person in der Nähe. Ich fühlte ein plötzliches Schaudern über meinen Körper fließen. Okay. Jedoch dachte ich immer noch, dass es sich um einen Streich handeln musste. Während er sich nach oben bewegte, hielt der Aufzug auch im 8. Stock. Doch dieses Mal stand ein kleines Mädchen vor der Tür. Hör auf! Sie schien mir etwa 6 oder 7 Jahre alt zu sein. Aber wisst ihr, was merkwürdig an ihr war? Obwohl es schon so spät war, war niemand anderes in ihrer Nähe. Keine Eltern oder jemand ähnliches. Doch dieses Kind stand nun da, immer noch, ohne den Aufzug zu betreten. Ey, Bro, das Einzige, an das ich die ganze Zeit denken kann, ist, dass das T-Shirt von dem Girl die gleiche Farbe wie dieser Vorhang hat. Wieso mache ich nicht Beauty-Videos? Hallo, ich schmink mich heute guten Tag und jetzt mache ich meine Eyelashes und dann mache ich Lippenstift drauf und jetzt lasst ein Abo da und ein Like da. Hey Kind, möchtest du einsteigen? Ha? Fragte ich. Doch ich erhielt keine Antwort. Sobald ich erneut erschauderte, drückte ich den Knopf, um die Aufzugtüren zu schließen. Als die Türen schon halb geschlossen waren, öffnete das Mädchen sie erneut. Da das kleine Kind auf Zehenspitzen stehend noch immer die Tür aufhielt, sagte ich ihr nochmals, sie solle einsteigen. Hä, geht's dir nicht ganz gut? Wieder antwortete sie nicht. Ja, ich batschte. In diesem Moment dachte ich, sie wäre diejenige, die mir hier einen Streich spielte. Ich deutete auf die Überwachungskamera und rief ihr zu, dass sie mit dem Sprechen aufhören sollte. Wie ein Deutscher, perfekt. Während das Mädchen mich anstarrte, öffnete sie ihren Mund. Allmann-Power. Ich steige ein, sobald meine Mutter kommt. Bro, was ist das für eine Stimme? Sie leise. So sehr ich mich auch umschaute, ich konnte immer noch keine Anzeichen von weiteren Personen erkennen. Irgendwie klang ihre Stimme sehr tief und gruselig. Es war absolut keine kindliche Stimme. Nochmals drückte ich mit etwas Kraft auf den Knopf, um die Türen zu schließen. Glücklicherweise öffnete das Mädchen sie nicht erneut. Der Fahrstuhl fuhr nach oben und hielt auch im nächsten Stockwerk nicht an. Ich war erleichtert, da ich nur endlich den Fahrstuhl verlassen und schnellstmöglich nach Hause wollte. Okay. Es war genau in diesem Moment. Ich befand mich im 11. Stockwerk und plötzlich begannen die Lampen zu flackern. Ey, hör auf. Nervös starrte ich das Licht an. Fand, dass irgendetwas daran merkwürdig war. Auf der Lampe befand sich ein schwarzer Fleck, so als hätte jemand mit Tinte getropft. Und jedes Mal, wenn das Licht aus- und wieder anging, schien der Fleck größer zu werden. Bro, ist hier auch ein schwarzer Fleck? Das kann nicht sein. Ich muss es mir einbilden, weil ich zu viel getrunken habe. Ja. Dies wiederholte ich innerlich immer wieder. Doch der Fleck wurde... Ja, safe ist hier irgendeine Maus oder irgendwas, keine Ahnung, Mann. Als wolle er sich über mich lustig machen. Obwohl Schweiß meinen Rücken hinablief, war es im Inneren des Fahrstuhls immer noch kühl. Okay. Ich schaute in diesem Moment nochmals ins Licht. Ja. Und dann gerade nach vorn. Ja. Ich kam nicht umhin, an meinen eigenen Augen zu zweifeln. Dort, ich konnte sehen, dass sich die Hand einer Person auf meinem Rücken darstellt. Bro! Ernsthaft? Ich war doch der Einzige in diesem Aufzug. Bruder, zieh durch! Nachdem ich mir sicher war, dass etwas Unbekanntes mit mir in diesem Fahrstuhl existierte, bekam ich große Angst. Die Zeit, die der Fahrstuhl brauchte, um hoch zum 16. Stock zu fahren, fühlte sich an wie eine Ewigkeit. Ich konnte meine Angst nicht zurückhalten. Tatsächlich drückte ich schon im 14. Stock den Knopf, um den Aufzug zu verlassen. Gerade als sich die Tür öffnete und ich aussteigen wollte, stoppte ich plötzlich. Das Mädchen, das ich im 8. Stock gesehen hatte, stand nun hier. Als würde sie auf mich warten. Bro, es ist vorbei, du bist tot. Es fühlte sich an, als würde mein Herz hinabrutschen. Es ist vorbei, Bruder, es ist vorbei. Zitternd versuchte ich den Aufzug zu verlassen, als sie langsam den Kopf anhob. Anders als vorher lächelte sie. Ey. So stark, als drohten ihre Mundwinkel einzureißen. Ey. Meine Mutter ist jetzt hier. Okay. Ich werde hineinkommen. Bro, es ist. Mutter? Wovon redet sie? Ich war mir sicher, dass der Fahrstuhl seit dem Erdgeschoss leer war.
Ich hatte nicht einmal eine kleine Ratte gesehen. Noch viel weniger einen Menschen, der im Fahrstuhl war. Von wem redet sie also? Ich weiß nicht. Ich war extrem angespannt und meine Beine zitterten. Beinahe schubste ich das Kind zur Seite Bro, schubst und ich die. Aus dem Fahrstuhl in Richtung Notfall. Wie rennst du? Ich hatte das Gefühl, rennt, ja. Als würde ich meine Frau nie wiedersehen. Renn doch schneller, Mensch! Oh, um Gottes Willen. Rannte ich die Treppen nach oben. Ja. In diesem Moment begann der Sensor des Notausgangs anzugehen, ja. Jedoch viel schneller, als ich mich bewegte. Oh nein. Es war, als würde noch jemand anderes nach oben laufen. Oh oh. Ich war kurz davor, verrückt zu werden. Als ich endlich den 16. Stock erreicht hatte, drückte ich die Notfalltür auf und rannte aus dem Treppenhaus. Aha. Ich drehte mich um. Als ich versuchte, zu meiner Wohnungstür zu rennen, sah nein, ich, nein, Bro. Eine Frau mit unglaublich langen Haaren und das Mädchen vom Aufzug. Bruder, schubst die doch um! Woher wussten sie, wo ich wohne? Ich verstand nicht, was los war. Bro, ich hab so Angst, dass aber ich hatte nur einen Gedanken. Jetzt darf ich nicht nach Hause gehen. Ich soll nicht nach Hause gehen. Vorsichtig drehte ich mich um und öffnete leise die Tür zum Treppenhaus. Okay. In diesem Moment rutschte meine schwitzige Hand ab und die Tür machte ein lautes Geräusch im Ruin. Du blöder Zipfel! Mit dem Bedürfnis zu weinen, schaute ich den Flur hinab und hörte die Geräusche vom Ende des Flurs. Nein. Es waren die Schritte einer Frau. Nein, sie kommt. Die eines Kindes. Bro, sie kommt. Ich drückte die Tür des Treppenhauses wieder auf. Sie kommt. Während ich gehetzt nach unten rannte, konnte ich die Geräusche von Schuhen in gleichmäßigen Intervallen hinter mir hören. Die verfolgen Fast mich. Stolperte ich über meine eigenen Füße, oder du bist als so ich durch die Vordertür in das hell erleuchtete Büro des Wachmanns rannte. Dräng hier rein da! Dieser schien jedoch gerade nicht da zu sein. Oh nein! Da er vermutlich durch das Gebäude patrouillierte. Zitternd stemmte ich meinen Körper hoch und schaute durch das kleine Fenster der Bürotür. Oh nein. In diesem Moment wurden meine Beine schwach. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Die Frau und das Kind standen hinter der Vordertür und starrten mich wütend an. So, als würden sie mich umbringen wollen. Bruder, es ist so vorbei. Ich war kurz davor Was zu schreien, guck ich hier an? Als der Wachmann das Büro betrat. Ich er meine, war ich überrascht, keine mich so verzweifelt zu sehen und fragte, was los war. Ich sitze in einem verfluchten Keller. Ich versuchte mich zu erklären, indem ich auf die Vordertür wies. Doch in diesem Moment wurde mir klar, dass dort niemand war. Hä? Letztlich begleitete der Wachmann mich zu meiner Wohnung. Es überraschte mich zu sehen, dass meine Frau noch wach war und inmitten von allen eingeschalteten Lichtern auf mich wartete. Hä? Was mir meine Frau erzählte, war eine weitere Überraschung. Oh nein, jetzt kommt's. Sie sagte, dass in dem Moment, als ich die Frau und das Kind vor unserer Wohnung gesehen hatte, jemand die Türklinge betätigt hat. Nein. Da sie dachte, ich selbst würde klingen, nein. Ging sie zur Tür, um zu öffnen. Nein. Doch fühlte dann, dass etwas nicht stimmte. Normalerweise, wenn ich spät abends angetrunken nach Hause kam, benahm ich mich vorsichtig und klingelte nicht. Okay. Meine Frau schaltete also die Kamera ein und schaute nach draußen. Bro. Sie konnte jedoch niemanden erkennen. Niemand. Gerade als ich mich wieder gesetzt hatte, klingelte es nochmal. Bro, dieses Hotel ist verflucht. Und die Situation wiederholte sich noch einige Mal. Es ist verflucht. Beim nächsten Mal schaute sie ganz genau auf den Bildschirm in dem Moment, als die Klinge betätigt wurde. Es ist verflucht. Und dort war das Gesicht einer Frau, welches den Bildschirm zur Gänze ausfüllte. Ey, Bruder. Zunächst sah es so aus, als würde jemand absichtlich sein Gesicht in die Kamera halten. Doch dann schaute meine Frau genauer hin. Ihr Gesicht sah so blass aus, als wäre sie bereits verstorben. Boah. Meine Frau schaltete sofort alle Lichter ein und ja, rief besser dann bei ist der Hausverwaltung an. Der Wachmann ging jedoch nicht ans Telefon, da er gerade seine Runde machte. Ja, seine Runde, Alter, der schaut wieder irgendwelche Schmuddelfilme an. Ich wie verrückt die Treppen hinunter. Als meine Frau wieder auf den Bildschirm blickte, war das Gesicht verschwunden. Am nächsten Morgen ging ich zum Büro des Wachmanns, um mir die Kameraaufnahmen aus dem Aufzug anzuschauen. Oh, bitte jetzt komm. Ich schaffte es kaum, meinen Mund zu schließen, kommt. Während sich Panik in meinem Körper ausbreitete. Sieht man die? Die Aufnahmen zeigten mich, wie ich im ersten Stock auf den Aufzug wartete. Was? Ich betrat ihn. Okay. Und zunächst passierte nichts. Plötzlich begann ich jedoch die Knöpfe für den 5. bis 8. Stock zu drücken, Hä? Als wäre ich besessen von irgendetwas. Hä? Im 7. Stockwerk war niemand. Und als ich die Tür zum 8. Stock öffnete, oh mein Gott. Schrie ich in die Luft, murmelte etwas und drückte dann den Knopf, um die Tür zu öffnen. Oh mein Gott. Ich zeigte auf die Überwachungskamera und sagte etwas. Bro. Dann drückte ich endlich den Knopf, um die Türen zu schließen. Du bist verflucht Weiterhin worden. Weiterhin starrte ich eine Weile die Lichter des Fahrstuhls an. Du bist verflucht worden. Dann drückte ich endlich den Knopf im 14. Stock und rannte hinaus. Du bist verflucht worden. Also, das heißt, dass ich ganz allein war, als ich mich so merkwürdig verhalten habe. Ja, du bist verflucht worden. Auch die Kamera an der Vordertür hatte nur mich aufgenommen. Digga, der läuft wie wenn er Niemand anderes kam hinaus. Wie rennst denn du, Gerlin? Der Wachmann lachte mich und meine Frau aus und sagte, wir würden uns Dinge einbilden. Bro.
Doch die Emotionen, die ich in diesem Moment spürte, waren so real. Alles war so lebendig. Du bist so verflucht worden. Wer zur Hölle waren diese Frau und das Kind? Dieses Kind. Ich habe bis heute keine Ahnung. Bro, dieses Kind. Ey, Ladies and Gentlemen, ich... Bro. Ich will hier echt nicht mehr sein, Mann. Things humans were never meant to see. Okay, also Dinge, die... Ach, entspannt. Walter atmet. Ist ja entspannt. Ist ja super. Was kann der sonst noch? Kann der kochen? Kann der eine Rückwärtshaltung? Ist ja super entspannt, Alter. Der atmet ja nur. Ist ja, dann hat der bestimmt doch irgendwo Nase oder Mund, Digga, und macht einfach mal so Mampf und isst dich auf. Ist super entspannt, gar nicht gruselig. Vielleicht ist aber auch einfach nervös so. Ein- und aus Affenwald. Ich weiß, du hast da gerade eine schöne Frau gesehen. Du musst ruhig bleiben. Du schaffst das. Sprich sie gleich an. Du wirst sie willkommen. Watch out. Oh, Digga, da läuft jemand alleine im Wald. Wieder ein Waldclip. Wieso, was ist mit Wald jetzt? Da sind Äste. Da sind noch mehr Äste. Bäume? Oder das sieht voll weird aus. Digga, ich hab... Ah, mein doch, komm, Digga. Ich hasse mein Alter. Ich hasse alles. Ich, nee. Frag mich nicht, warum ich gerade getanzt habe. Geht niemals allein in den Wald. Wir haben es gelernt auf die harte Tour. Okay, das ist anscheinend ein Clip, den Menschen niemals sehen sollten. Oh, Bro, was ist das? Was ist das? Da ist gerade ein Zug vorbeigefahren. Ey, yo, was sind das für Videos, Mann? Digga, was ist das? Bro, das hat ganz klar zwei Augen gehabt. Kann das sein, dass das vielleicht irgendwie so ein Tier war? Da stand so ein Rentier oder was läuft denn da rum, Alter, irgendwie so? Und das hat uns angeschaut und dann war da so eine Silhouette erhalten. Das sah aus wie ein Monster. Roter Ozean. Entspannt. Da eine Runde schwimmen? Super entspannt. Plot-Twist, stell dir einfach mal vor, das ist alles Blut, Digga. Und wir denken so, das ist so ein rotes Meer, oh cool. Das roter Ozean, ha, wegen der chemischen Zusammensetzung, wo das ist einfach nur Blut. Da sind alle Menschen, die jemals irgendwie verschwunden sind, sind da drinnen, Alter. Und da schwimmt ihr. Where two oceans meet, also, oh mein Gott, das habe ich schon mal gesehen. Bruder, das ist echt, das ist kein Fake, ne? Da treffen die zwei Ozeane aufeinander und guck mal, wie das aussieht. Okay, was haben, kann mir das erklären? My boy? Das ist real? Ein Elch, der auf Wasser läuft, ne? Anscheinend hat seine Elchfreundin sturmfrei gehabt. Also, Jungs, sorry, am Boot. Ich kann jetzt nicht reden, Alter. Ich muss los. Meine Freundin hat sturmfrei. Die Eltern sind da nicht da. Ihr wisst, was das heißt, Alter. Jetzt gibt's eine Rande Malle. Oh nein, ich dachte, wir sind durch mit diesem Horrorzeug. Was soll... Oh, na. Ah, ah. Bro, hinter der steht bestimmt nur ihre kleine Cousine oder sowas. Safe. Nee, Digga, da falle ich nicht drauf rein. Als ob sie es halt auch nicht spürt. Nee, Digga, da stand safe. Hinter ihr stand jemand. 100%. Ihre Cousine oder was weiß ich was, Alter. Nee, das falle ich nicht drauf rein. Okay. SpongeBob nach, der schaut SpongeBob an. Die filmt ihren Sohn, wie er ein bisschen SpongeBob... Liam, come here. Bitte, was? Liam, right now. Was? What is happening? Okay, I'm calling your mom. Just stay right here. Das ist eine Babysitterin gewesen. Oh mein Gott, das ist alt. Sie hat gleich gesagt, ich rufe deine Mutter an. Die ruft dann so an, so hier, der Stuhl wackelt. Ach, wackelt er schon wieder? Das ist nur der Onkel Karl. Mach dir keine Sorgen. Der ist schon vor ein paar Jahren verstorben. Der denkt, der wohnt immer noch hier. Das ist ja so ein Onkel Karl. Jetzt geh ich mal weg, gell. Jetzt reicht's aber auch irgendwann mal. Musst du die Leute immer Angst einjagen. Der Djinn. Man. Djinn or recreatures that form a world other than that of mankind capable of causing physical and mental harm to human beings. Okay, also ein Djinn soll da anscheinend jetzt gleich kommen. Das soll irgendeine Gestalt sein, die kein Mensch ist, aber halt eine Gestalt ist. Wieso geht man nachts allein in... Nein. Nee. Bin ich raus? Jetzt drehen wir um. Sir, könnten Sie bitte umdrehen? Ich würde gerne nach Hause.
Wir müssen nicht weiter gucken, was in dieser Tür ist. Wir können jetzt einfach umdrehen und nach Hause gehen. Du hast schon eine gruselige Kreatur gesehen, es reicht. Sir? Sir? Man Battles Ghost in Soft, Bruder, ich hab Kopfschmerzen von diesen ganzen Videos bekommen. Also der kämpft gegen einen Poltergeist in seinem Haus. Oh mein, nein! Ach du Kacke! Hallo! Aber schönes Haus hat er, muss man ihm lassen, Bruder. Schön mit Neonfarben. Schön, schön. Ey, hör auf, hör auf, hör auf, gegen diese Dinger zu hauen. Es reicht, Junge! Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist einfach nur geistkrank creepy. Das ist super gruselig. Na, Fam, Bro, du musst dein Haus verkaufen, Digga. Es tut mir leid, dir das zu sagen, aber du musst dein Haus verkaufen. Macht keinen Sinn mehr, da zu wohnen. Außer du willst, dass du bald im Kino läufst. Conjuring 4, Alter. Ich stelle mir immer so vor, was, wenn das wirklich echt ist? Jetzt sind die Lichter angegangen. Was? Alle Lichter sind angegangen? Hä? Wie creepy! Ich kann ja nur sagen, wenn ihr in so einem Haus wohnt, Alter, den hier, ihr habt verkackt, Alter. Es ist vorbei, Junge. Ihr habt verloren. Broski, Alter. Ey, das war ja so wie ein Horrorfilm gerade. Ich habe mich echt gefühlt, wenn wir im Kino sitzen und irgendwas anschauen. Junge, Alter, hört mal auf damit. Fastest Turtle, also die schnellste Schildkröte. Schildkröten sind nicht schnell. Also die wird dann jetzt so ein bisschen los. Oh! Bro, hat dem seine Freundin auch sturmfrei oder was? Chill mal dein Leben, Junge, Alter. Feuer unter Wasser, super entspannt. Geil, das sieht man gerne. Das sind Videos. Feuer unter Wasser, stark. Ich dachte, unter Wasser kann kein Feuer sein. Es kann unter Wasser Feuer sein. Super. Geil. Ein riesiges Hühnchen. Boah, Digga, Alter, da gibt's aber einen großen... Bitte, was? Broski, wenn das ein Ei rauspresst, Junge, das ist größer als mein Kopf. Alter Falter. Chicken Nuggets. Wasser, ey, das Video kenne ich, das haben wir schon mal angeschaut, Alter. Wasser, was in so einer Grasblase steckt, das ist auch super weird, Mann. Sieht super crazy aus. Schlangen können gähnen? Wusste ich gar nicht. Wir sind durch, Ladies and Gentlemen. Alter, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo oder falls ihr neu seid. Mann, das war, Alter, das war Hölle wieder. Das war Hölle, Digga. Ey, das reicht jetzt wieder mit gruseligen Videos für die nächsten 3 Monate, okay? Danke fürs Zuschauen, haut rein.